Braucht jemand eine Tankstelle? Ne, Tankstelle? Jemand Tankstelle? Ne, braucht keinen. Hier ist ein Blitzer. Nee. Ihr seid aber schon weit vor, oder? Ich bin jetzt an der Tankstelle gerade vorbeigefahren. Ja, da bin ich ja noch nicht mal. Wo ist denn der Andi überhaupt? Der operiert da an seinem Lenkrad rum? Okay. Oh, guck mal, hier ist Wasser. Ich fahr da mal wieder ein bisschen langsamer. So, Blitzer? Ah, da ist die Tankstelle, cool. Dann seid ihr nicht mehr weit. Bei mir leuchtet schon wieder alles gelb hier. Tankstelle vorbei. Gut, oh nee, was ist das schön hier? Ja, hier vor allem, wo ich gerade bin. Ich bin in so einer Schlucht. Hier ist schön. Oh, das war ein voller. Hier könnte man mal Urlaub machen, finde ich. Ja, ne? Finde ich auch. Ich bin ausgewichen. Ich sehe den Andi im Rückspiegel. Richtig. So, hier ist eine Schlucht. Ja, hast du zufällig Fernlicht an oder so? Guck mal, da fährt ein Zug Chikoten. Nein, ich habe kein Fernlicht. Weil das jetzt gerade so hell wurde. Hast du gesehen? Nee, kann sein, dass ich vor dem Zug war. Jetzt habe ich Fernlicht an. Nee. Der fuhr bei mir war kein Zug. Echt nicht? Vorsicht, scharfe Kurve. Vielleicht Hilfe. Ist das nicht synchron hier. Was, Hilfe? Scharfe Kurve. Warum Hilfe? Weil er fast zu schnell war. Ja, ich kann dich nicht wieder aufrichten. Ich habe keine Binde dabei. Nee, schade. Motorfehlfunktion. Die Julia macht doch immer alles kaputt. Ja, natürlich. Ja. Hui, ist das schön hier. Ja, die Stromleitung vor allem. Nein, die nicht, aber die Natur. Na was? Die Natur. Was für ein Ding? Kann man das essen? Ich glaube, das ist diese komische, ungesunde Bio-Scheiße da. Ich glaub's fast. So wie Erdbeerkäse. Ah, richtig schön den Apex genommen hier. So fährt man Kurven. Wen hast du genommen? Den Apex. Kennst du nicht, Julian. Ist nein. Fachsprache. Ist richtig. Bin ich nicht drin in der Fachsprache. Nee, steckst du nicht drin. Im Momentan gerade so. In gar keiner Sprache mehr drin, weil mein Kopf Matsche ist jetzt gerade. Matsche? Ehrlich? Ja, Matsche. Dass ich noch gerade ausfahre, ist ein Wunder. Matsche. Selbst das mache ich nicht mehr, ja, 100%. Das machst du nie 100%ig gerade ausfahren. Ja, jetzt mache ich es noch weniger. Das geht? Ja, das geht. Vorsicht, da kommt Serpentin. Ein Stauwehr. Hier ist noch meine Tankstelle, falls jemand tanken muss. Gesuck! Toll. Das ist so eine Funktion. Der ist in die Botanik abgehauen. Ach so. Und ich mach das gleiche. Boah, ey. Ihr seid Profis. Meine Axt hängt in der Luft. Nein. Andi. Cool. Hallo. Hi. Na, wie geht's? Alles cool? Das sind Profis. Ich will raus. Weg. Aber ich glaube, James, du hattest gesagt, da kommen. Ja, hatte ich gesagt, ja. Da kommen Serpentinen. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Sag ich ein bisschen immer. Gedriftet, deswegen nicht schon wieder da rein. Gedriftet? Mhm. Das ist quasi nicht Tokio, sondern es ist Oslo Drift. Oslo-Style. Oh, das ist aber scharf, die Kurve jetzt, nicht? Ja, wirklich. Hot, scharf. Very hot. Aha. Das ist ja interessant, erzähl mir mehr. Wo bist du hier eigentlich? Ich fahre hier die Straße lang, so gemütlich mit 100. Ich glaube, ich werde jetzt mal tanken. Jetzt muss ich hier links abbiegen.
Geht ja auch gar nicht anders. Für 1,72 Euro. Oh, ist ja noch teurer als in Deutschland. Ist ja billig, Mensch. Tank doch nicht so billig, Carsten. Und doch nicht so ein billig Sprit. So, was ist jetzt mit euch? Seid ihr jetzt wieder da raus, oder? Nee, erwartet. Dass er mich die Böschung runterschubsen kann. Also seid ihr noch nicht da raus, oder was? Nee, das wird noch ein paar Stunden dauern. Wir hätten schon längst da sein können, hab ich das schon mal gesagt? Warum habe ich denn jetzt gebremst? Das wollte ich gar nicht. Oh, der Bach hier ist schön. Oh, ist das schön hier. Ist toll hier, ne? Ja, ist schön hier, ist total schön. Voll die schöne Gegend, finde ich. Ich fahre einfach mal 40, in der Hoffnung, dass ihr dann irgendwann mal wieder hinter mir auftaucht. Ich glaube, das wird nichts. Hier ist übrigens eine Schlafgelegenheit. Will jemand schlafen? Ja, ich gleich, aber im Real Life. Ach, cool, dann wissen wir ich ein. In die Riele Leife? In die Riele Leife. Das Spinnmobil ist unterwegs. Nee, ist das schön hier. Ist schön hier, ne? Wirklich, das ist wirklich gerade. Die Natur ist echt, also das muss man ja schon mal sagen, ist schon richtig geil hier. Kann das mal jemand den Fonsi so bauen? Machen wir. Ruf mal nicht zu laut. Gott, was ist das denn hier für eine Straßenführung? Ich sehe in Knöllstraßen alle rot. Das ist diese kurvige Geschichte, ne? Oder? Da kommst du gleich auch noch hin. Du siehst nur noch auf dem Navi in Knöllstraßen alle rot. Also einer wäre schon mal hinter mir an der Backen. Hier kommen jetzt gleich ein paar enge Kurven, ja? Mhm. So, erste 180 Grad Wende vollzogen. Sehr schön. Und wieder ein Tunnel. Einmal noch Natur betrachten, ist das schön hier. Ach, jetzt kommt, glaube ich, gleich dieser ewig lange Tunnel. Kann das sein? Kann sein. Weiß ich nicht, mich überholt hier gerade jemand mit Autos. Der Horst die Kreuzung entsprechend im Tunnel ist. Das kann sein, dass diese Tunnel da mit Kreisverkehren sind drin. Ich werde hier gerade von einem Konvoi überholt. Das macht mir Angst. Ich glaube, dann bist du langsam. Ja, ich fahre 60. Ihr seid gerade unter mir hergefahren hier. Da vorne ist Pascal Schütte. Der ist bestimmt in Kneipen ganz groß, ne? Ja, der schüttet gerne. Ja. Irgendwoher kommt mir der Name bekannt vor. Ja, Pascal ist jetzt nicht so ein seltener Name. Auch der Nachname. Schütte. Die Kombination Vor- und Nachname. Pascal Schütte, ich kenne den irgendwoher. Also den Namen. Ich kenne den. Ich weiß doch nicht, wer das ist, aber ich kenne den. Ich glaube, ich kenne den. Aus irgendeiner R-Faktor-Liga. Der hieß auch einer Pascal Schütte. Pascal schüttet sich zu, während die anderen gucken. Pascal, schreib das doch einfach mal in die Kommentare. Oh, Pascal LP, der hat uns gefunden. Nein, das ist dann Pascal P. Kommt ihr noch hinterher? Ich bin wieder aus den Tunnels raus. Ist das also schön ich bin hier drin? Das ist echt schön hier. Also, ich muss es ja einfach nochmal sagen. Ich glaube, der erste von euch läuft hinter mir auf mich auf. Ist Julian richtig. Und Andi. Ja, ich bin weiter weg. Die haben mich auch schon vor einer halben Stunde gerufen. War nix. Ach ja. Jetzt schöne Musik dabei, so eine Alpenmusik. So ein Alpenhorn. Der Berg ruft K2. Ja, nee, bei mir ist gerade so ein bisschen traditionelle Rockmusik. Ich hab Zeit. Lass da mich mal vorbei, danke. Ja. Ich tank erstmal ein bisschen. Ich komm hinterher.
Wenn du nicht gerade 110 fährst, komme ich hinterher. Nee, ich fahre da mal 60. Ich fahre da mal 60. Da, 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 da. Ja, ist ja gut, Andi. Nee, ne? Ein Tunnel ist zu Ende. Was ist Nene? Ne? Und da kommt Gegenverkehr. Das ist mein Tank ganz leer, oder? Viel Gegenverkehr. Schon wieder. Ja. Ich glaube eher eine Motorfehlfunktion als Tank, oder? Und nein, da ist eine rote Ampel. Ich habe auch nicht mehr viel Benzin, das ist das Problem. Dann dreh Mr. um, Brown. Da ist eine Tankstelle. Da stehe ich schon drin. Ja, dann tank. Ihr müsstet mal gerade warten, ich komme hier kaum noch irgendwie zu dieser komischen Säule hin. Komm schon. Eine Baustelle. Warum fährst du über Rot, Carsten? Das kann jetzt nicht sein, oder? Warum habe ich jetzt gerade Schaden bekommen, eine Rechnung bekommen dafür, dass ich hier an der roten Ampel stehe? Was ist das denn für ein Scheiß? Weil du an der grünen Ampel gestanden hast. Nee, die ist rot. Na, die ist gerade über Rot gefahren. Die war grün. Also bei mir war sie auch irgendwas. Ich habe keine Strafe gekriegt, also muss sie grün gewesen sein. Muss nicht, bei mir war sie jetzt gerade rot und ich habe... Okay, wer das auch immer hinter mir war, danke. Hat er dich geschubst? Ja. Sehr gut. Lass uns noch mal ein bisschen warten, oder? Ja, ich muss jetzt nur noch einen LKW ankriegen. Wir fahren ja nicht mehr schnell, wir fahren ja nur 60. Da sollte Andi mit seiner Zugmaschine solo wunderbar hinterherkommen. Ja, die hat mich ist jetzt nicht in den besten Zuständen. Dreimal überholt. Nur mal so. Du hast uns doch gerade eben überholt. Ja, nachdem ihr mich vorher schon 20 Mal überholt habt. Vorgefahren seid. Oh, eine Seilbrücke! Oh, ist das schön hier! Oh, ist das cool! Was? Und Steine mit Pflanzen drauf! Ah, das ist echt schön hier! Definitiv, ja. Ich glaube, wir sollten mal über ein anderes Thema reden, als ist es schön hier, oder? Nein, ich finde das wirklich schön hier. Warum steht denn hier eine Ampel? Ach, eine Baustelle. Ja, Baustelle, scheiß drauf. Fahr einfach drüber. Ich krieg von dir das Geld. Ja, klar, weil ich hier die Cheat Engine da bediene. Ist vorbei. Danke. Christen Fuffi extra. Christen Christbaum? VW extra? Ii, Umweltverpester. Ein Fuffi, ein 50er. Jetzt ist der Motor schon wieder aus, das ist kein Wahnsinn. Und das macht nicht nur VW, das machen sie alle. Nur VW, alle, ja. VW hat sich aber erwischen lassen, das ist ja das Problem. Das ist ja, richtig. Aber die anderen werden ja jetzt auch schön kontrolliert. Ja, die machen sowas aber auch nicht. Nein. Gar nicht. Den die doch nicht tun. Cool. Das ist schon klasse. Kreisverkehr im Tunnel. Ja, das meine ich. Genau. Der Motor bleibt 3 Meter an und geht wieder aus. Das läuft doch. Ja, ne? Ja, geil. Einmal 3/4 rum und dann raus. Könntet ihr mal irgendwie warten oder so? Ja, aber doch nicht mitten im Tunnel. Weißt du, wo ihr seid? Mitten im Tunnel. Julian macht das sonst auch immer. In der Kurve ich halt nicht in der Kurve und auch nicht im Tunnel. Ich habe nicht in der Kurve gehalten, ich bin immer noch langsam gerollt. Ist trotzdem schlimm. Ja, schön. Toll. Serpentine? Ja. Hier ist eine Haltebucht, aber da passt nur einer. Ich stehe jetzt auch im Tunnel, falsch rum. Schlafen gelegt? Nein, falsch rum, Nase nach oben. Ja, das ist cool. Ich, Die Nase nach oben. Ja, mein Heck steht nach unten vom Berg und die Nase nach oben und der Motor geht gerade nicht an. Wie heißt denn das hier schon? Ja, ich habe mich überschlagen und wieder richtig rumhingestellt. Das ist echt schön hier. Ich finde das auch super schön. Boah, ey, die Zuschauer, die bekommen hier einen geilen Content geboten, da. Was hast du denn? Das hier mit der Brücke, das ist echt schön. Ja, das ist ja richtig, aber wir sagen die ganze Zeit nichts anderes als Andi. Ihr erzählt ständig, das ist schön und toll und super und ich gucke hinter euch her, krieg euch kaum, weil ich ständig Motorfehlfunktion hab. Und jetzt geht gar nichts mehr. Dann lass dich zurücksetzen, weil das ist jetzt doch echt schön. Und ja, lass dich zurücksetzen, ich wollte die Gegend auch noch ein bisschen sehen. Hab ich dann Folgentitel und so. Das ist echt schön. Ja, hat aber mehrere Folgentitel damit, ne? Das kann doch nicht sein jetzt, oder? Ist das schön hier 1, ist das schön hier 2, ist das schön hier 3? Ja, genau. Komm schon. Ich gucke hier gerade mit 50 durch diesen blöden Tunnel. 30. Das
Jetzt bleib doch an.